Ja, und damit wieder herzlich willkommen zurück bei Captain CL und der nächsten Runde Bottomless Pre-Sequel mit Rodanus und Bodade. Wir gehen jetzt in Jacks Büro. Jo. Machen wir. Aber vorher hau ich dir nochmal einen. Also. Du hast es ins Büro geschafft? Wunderbar. Ist also gut und schalt die Schnellreisestation dort ein, ja? Ja, ist wo? Da hinten. Wie fühlen Sie sich? Oh, ich hab was aufgenommen. Was ist passiert? Woran erinnern Sie sich als letztes? Ich war... Da war eine Tür. Und ich... Und Sie waren da... Sie haben mich was gefragt und jetzt bin ich hier aufgewacht. Unser Anästhetikum scheint immer noch Gedächtnisverlust auszulösen. Schwester, holen Sie meine Notizen über experimentelle posttraumatische Stresstherapie. Ich habe ein paar Ideen. Da, Doktor! Ich diese Aufhängen zu abtropfen? Nicht, bis er etwas spürt. Wir müssen sicherstellen, dass die Nerven nichts abgekriegt haben bei der Operation. Operation? Welche Operation? Shh, nur die Ruhe. Gleich erkläre ich alles. Hier, Kai, hier ist noch was. Hier ist Echo 3, wissen Sie, Echo 2 ist, nimm das Echo 2 bitte auf. Oh. Ein kurzer Sommer, kann man so wohl. Wo ist das Echo 2? War das Echo 1 oder Echo 2, was du aufgehoben hast, Rodanus? War ich nicht gelesen, ich hab einfach. Egal, ich heb jetzt mal abgenommen. Auf. Ich heb jetzt mal aufs nächste. Mein Name wird Jack sein. Ich arbeite als Ingenieur für Hyperion. Doktor, ich klinge immer noch wie ich selbst. Das regeln wir mit dem Stimmmodulator-Implantat. Jetzt, da Sie die Formulare unterschrieben haben, sind Sie die nächsten 20 Jahre lang Jack. Herrje. Wann werde ich eigentlich bezahlt? Bald. Gehen Sie jetzt bitte in Arztkabine 7. Kommentare zum Experiment. Tag 4. Visuelle Transformation abgeschlossen. Alle Aufzeichnungen vernichtet. Timothy Lawrence existiert nicht mehr. Zumindest auf dem Papier. Gleiches gilt für seine Geheimnisse. Jack wird sehr, sehr zufrieden sein. Und Jack Büro ist noch eins. Ich find's lustig, habt ihr diesen kleinen Roboter schon gesehen hier? Guck mal mit. Ah ja, ist ganz schön Betrieb draußen. Ne, diesen hier, guck mal diesen hier. Ja, ja, das sind die Reinigungsroboter. Wo ist ein kleiner Roboter? Oh, da. Bist du blind, ey, echt. Klepp, bin vielleicht... Ich bin selber einer, ich sehe sowas nicht. Ja. Ja. Deine neue Freundin. Die kann ja ihn saugen. Oh nein, ey. Nein, ich hab Blasen sagen. Ich sehe da keinen kleinen Roboter. Mann, so vorne. So dieser Roboter ist nix, ey. Hat hier sogar ein Geschütz. Verwende du schon mal den Claptrap, den du gefunden hast mit dem Sicherheitsterminal. Er kann die Verteidigungsanlagen deaktivieren, die den Laser im Auge der Helios sichern. Dieser minderwertige Claptrap-Star, als es ja, ist, ist das ein Witz? Ich schwöre bei Gott, wenn ich je Generaldirektor werde, stampfe ich jedes einzelne von den Dingern ein. Ich stimme nicht zu, aber der Kerl war echt schlecht, also... Jetzt können wir die Helios-Verteidigung nicht deaktivieren. Oh, lass mich nachdenken, lass mich nachdenken. Jack, mein Team sitzt in der Forschungsabteilung fest. Wir sind umzingelt. Sorry, Gladstone, aber ich habe gerade eine Idee. Kammerjäger, geh in die Forschungsabteilung und rette Gladstones Leute. Die können die Verteidigungssysteme hacken und den Weg zum Auge freimachen. Oh Gott, bin ich clever. Ja, fast. Das ist der letzte, den hole ich mal eben gerade. Nichts triggern, bitte. Mr. Ja. Lawrence? Ja, der bin ich. Timothy, bitte gehen Sie durch die Tür rechts. Sie werden schon erwartet. Muss ich irgendwas unterschreiben, oder... Durch die Tür, bitte. Nein, stopp! Woher weiß ich, dass das kein Schwindel ist, um an meine Nieren zu kommen? Sie haben sich beworben, weil sie Geld brauchten. Wer arm ist, darf nicht wählerisch sein. Aber ich... Okay. Ah, schon gut. Bin bereit. Sehr gut, Timothy. Hallo, so, Süßer. Was? Sprichst du mit mir? Natürlich. Mit wem sonst? Siehst du hier noch andere gut aussehende Fremde? Wie ist dein Name? Oder soll ich dich weiterhin Sexy Boy nennen? Ich heiße Jack. Aber du darfst mich nennen, wie du möchtest. Wie wär's mit der Mann, der mir einen Drink spendiert? Hier ist ein Bild. Keine Ahnung, wer das ist. Ach, ich kümmere mich um nichts Besonderes hier.
Beutel? War da was? Überhaupt sich im Mondstein drin. Ja, Mondstein und Geld. Und ein hat man gemerkt. Also von daher nichts Interessantes. Okay. So, dann. So. Jack ist wieder in seinem Büro. Wir haben jetzt alles hier getriggert, glaube ich. Ich möchte jetzt gerade mal kurz gucken auf die Kerze. Jacks Büro müsste doch jetzt hier irgendwo auftauchen, oder? Ja. Benutze die Feuerwaffe, um die Papier... Okay. So. Oh! Was denn? Der Laser hat gerade abgefeuert. Oh, cool. Scheiße, hab ich nicht gesehen. Man sieht da sogar noch Rauch bei der Einschlagstelle. Ja. Der feuert immer auf die gleiche Stelle, oder was? Oder schießt er auch mal auf andere Stellen? Ach nee, da links und rechts hat auch schon geschossen. Da und da und da. Ja, wunderbar. Ich hab übrigens hier. Ihr habt jetzt auch das letzte Kammer, da hat sich meine letzte Jack. Ach, Jack S. Punkt. Hab ich schon Badass Punkt gekriegt, oder? Ja, ich glaub schon. Kann sein. Hab ja noch ein paar Vorsprung. Ja, dann geht's auch mal zu, ne? Mhm. Genau. Los geht's. Ach, da ist das Auge, krass. So, ich hätte gerne mal die Waffen aus. Ich hätte dich gerne auf Platz 1. Oh, hier ist ein Gegner. Gegner ist. Zeit! Kampfcode wird neu kompiliert! Drohne ist raus! Lass das mal! Oh. Gehen wir mal nach links rüber, wo wir vorhin schon gewesen sind. Mhm. Alles sauber gemacht, ja. Ja, apropos sauber gemacht, komm mal mit, Claptrap. Claptrap, komm. Da rein. Wir haben eine Wiederverwertungsanlage für dich. Da rein, los, rein da. Geh. Spring da drüber. Boah, wir sind nicht drauf. Komm ganz langsam rüber, komm ganz langsam. Ganz langsam. Komm man da durch? Oh, hast du gedacht, du Scheiße, jetzt gehst du drauf! Und weiter geht's. Da kannst du jetzt nichts machen. Aber ja, ist hier drin vielleicht irgendwas? Kein Kammersymbol oder sowas? Ich weiß nicht, was wir versteckt sind. Bloß ein aufgezeichnetes. Hyperion Herze Kammer. Kult der Kammer, 3 Stück haben wir hier. Ja. Irgendwo sein hier. Hey, nur so ein Gedanke, Sapatursi. Zerstör doch einfach nicht den Mond und kill nicht hunderte unschuldiger Menschen. Hä? Hunderte tot, um Millionen zu retten. Und mein Name ist Sarpedon. Tungstina Sarpedon. Tungstina Sarpedon, du warst bestimmt super beliebt in der Schule. Mein Gott, waren deine Eltern Arschlöcher. No. Ich sterbe mehr von euch als von den Gegnern. Von euch, ich Granaten.
hier Frag Trap und Gladiator ist eine große Kiste. Frag Trap? Frag Trap? Oh, ich bin down. Geh weg, geh weg, geh weh, du musst das andere holen. Weitermachen! Krieg ich noch den Mondstein erst noch. März ist reine Einbildung. Danke. Hier ist ein Skin. Ja, ja, hab ich schon. Shit. Dann seh ich ihn aufgeholt. Brauch ich zwar nicht, aber. Hatte ich auch schon. Wollte ich nur drauf zeigen und war schon weg. Ja, wie kommen wir jetzt hier weiter? Müssen wir was drücken? Ich würde mal sagen, den Knopf, der daneben ist. Tatsächlich. War zu offensichtlich. Ja. Ach, guck einer mal an. Ach, guck einer mal an. Oh. Komm, hier die unsichtbare Viecher. Schön, dass du es geschafft hast. Komm zu mir. Aber Vorsicht, die Talks sind aus ihren Käfigen ausgebrochen. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Oh, schönes Schild. Herzlich willkommen, Kunde. Ich überlasse mein Geld, ich muss es jetzt ausgeben. Habt ihr jetzt alle den Skin hier oder was? Ah! Wo sind wir hier? Forschung und Entwicklung. Ich glaube, ich habe nämlich gerade was gefunden. Ja, vernichte alle Überwachungskameras. Forschung und Entwicklung. CF, kulte Kammer. Ja, hat den, hast du den da? Gerade? Ja, habe ich schon. Okay, eine Kamera ist aus. Wir müssen einen Gegner dazu bringen, dass er ins Wasser springt. Jetzt sei ein schönes Schild, ey. Töte die Torx, dann können wir reden. Wo ich so drüber nachdenke, oh, er hat jetzt 783, Schild. Er hat die Forschungsabteilung mit aufgebaut, hat selbstständig ein Team eingestellt und einen Haufen cooles Zeug gebaut. Anständiger Kerl. Keine Ahnung, wo die Gegner sind. Ach, hier. Einfach rein, halt. Ja, da hinten. Oh. Ah, ich brenne. Mach deinen Frieden mit der Welt. Jo, hier sind diese unsichtbaren Viecher, diese Stalker oder wie die hießen. Nee, die befreien sich irgendwann mal. Ja, hundertprozentig. Alles kommt von Hyperion. Kameras rum und so ein Schnickschnack. Obwohl, hier sind auch Skags. Aber die waren schon, glaube ich, schon vorher auf Pandora. So Raketen. Hast du eine Überwachungskamera? Abknallen. Hab ich. Ich muss auch mal ein bisschen mit umgucken. Ja, ich hab schon 2 oder 3 abgeschossen. Ja, rennt ja mal schon vor. Hat Moxie was über mich gesagt? Wir müssen da hinten hin. Mach doch mal die Nachkontrolle. Ich bin auf dem Badass-Punkte scharf. Okay, jetzt ein Schlafen, das ich Geld. Glaube, ich kann dich zum Auge der Helios bringen, aber ich brauch Hilfe. Ich hasse dich doch mehr als kleine Hünd. Sorry, dass ich versagt habe. Ich hätte mich nicht hier einsperren lassen. 3 meiner Mitforscher stecken hier fest, seit Sarpedons Truppen angegriffen haben. Sorry, wenn du sie befreien kannst, kriegen wir die Verteidigungsanlagen deaktiviert. Wieso entschuldigst du dich dauernd? Zeig Rückgrat. Richtig, sorry. Ich meine, nicht sorry. Ich meine, ich gehe jetzt wieder in Jacks Büro. Was eine Kamera, die ist ganz groß, Alter. Kann ruhig mal abgeschossen werden. So offensichtlich. Hol die Wissenschaftler raus. Oh, das sind die Stalker. Ja. Ja, wie riesig die Station dann ist, ne? Scheiß Stalker. Auch eine Kamera. Nee,
Medikit, hier drüben! Ah, da kommt auch eine Kamera. Ich hoffe, dass die abgeschlossen. Ich würde sehr gerne hier rauskommen, aber die Soldaten haben Stalker in mein Büro gesetzt und die sind mit meinen Sachen abgehauen. Ja, da war ein Bild von meinem Kind dabei. Könnten Sie es mir zurückholen? Ich weiß, es klingt dumm. Schöner Schnurrbart. Wenn ich das Bild von meinem Sohn nicht zurückbekomme, flippt er aus. Er möchte wissen, dass ich an ihn denke. Irgendwie blöd, aber süß. Ja, Dr. Langlois hat die Loader mit entworfen. Damals, als die Dinger nur Kissen rumschipperten. Cleveres Kerlchen, aber sein Sohn stinkt fürchterlich. Ja, von mir kann man sich nicht aussuchen. So. Das war eh vorne, oder? Ja. Verkaufen da. Oder unten ist Wasser. Ich glaube, da muss man. Kann man schwimmen? Ich glaube nicht, dass du da runter sollst, oder? Muss er wieder hoch? Doch, doch. Also, nein! Oh. Gibt's noch oder ja. Lass sie da runterspringen, die Gegner, wenn's geht. Ich will schon wieder hoch? Nee. Denkt ihr, das hält mich ja. Geh mich hoch. Bringe einen Gegner zu, ins Wasser zu springen, das haben wir jetzt schon. Systemabschaltung steht unmittelbar bevor! Zurück aus dem Jenseits! Ich würde hier gerne wieder rauskommen. Das haben wir echt jetzt. Haben wir hingekriegt? Ist einer reingesprungen? Ja. Hilflich, alles kleiner. Medikit! Das läuft so wie ich will! Na, du kleiner, schön da unten. Ich will hier hoch, ich komm hier nicht rum. Da aussieht, gibt's nur eine Lösung. Nee. Springen in den Abschluss! Springen! Komm, den Spaß haben wir uns alle mal gegeben. Naja. Nein, nix. Ich will mit dem Spaß nicht. Nein. Tschüss. Tschüss, wie er sich freut, ey. Echt Kleffe. Och man, mach oh, ich bin mal ganz am Acker. Ende, ey. Da ist schon wieder was. Bodade, da links ist ein Wasserfall, da musst du hin. Wasserfall? Kamera abgeschossen, gut. Boah, geht doch mal mit euren blöden Granaten weg, ey. Wieso ihr? Meine Granate macht bei dir keinen Schaden, du Nasenbär. Ey, irgendwie kriegt ihr total Schaden. Ja, durch deine Eigen, die du gewonnen hast, du Nase. Hier, guck, da ganz viele Granaten kommen. Das sind nicht meine Granaten. Da steht nichts mit dem Wasserfall. Und zwar bei Jack mit dem Wasserfall, ne? Ja. Ob man darauf ackern? Oh krass, ich hab hier eine Level 20 Waffe getroffen gekriegt. Na gut, ist nur noch ein Level. Ja. Sauerstoff kann ich da auch schon das. Ist das? Mondschein! Nein, das hat nicht funktioniert, nein. Oh, ich lebe noch. Ey, cool. Ich lebe noch. Ich glaube, ich komme hier nie wieder weg. Nein. Nie wieder weg. Viel Spaß beim Schwimmen. Registriert. Zutritt zu Observationsraum 11B wird gewährt. Nimm mal den Aufzug. Ja, nimm mal, mach mal. Das ist gut. Den Wasseraufzug. Jetzt mach mal da weiter, ich will hier weg. Ich drück mal auf den Knopf hier. Obwohl, warte mal, noch nicht drücken.
ich nutze die Gelegenheit einfach hier mit dem wunderschönen Ausblick von hier auf dieses Suppengrün da unten und machen wir hier den nächsten Cut nämlich. Und wir sehen uns dann gleich, wenn wir irgendwo anders hinzulaufen. Hier runterspringen. Also schaltet beim nächsten Mal ein. Der Captain heißt Captain Sale und Borderlands Pre-Sequel. Bis dann, macht's gut. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss.